So, da sind wir auch wieder. Ja, und diesmal hat die Aufnahme auch geklappt. Während der Pause habe ich es geprüft. So. Tja, leider können wir es ja nicht belegen, dass Luke Edmund bei Cabin Security war, oder? Können wir denn beweisen, dass er nicht da war? Ja, wir könnten momentan gar nichts beweisen, also. Okay, dann können wir es halt nicht belegen. Ich kann das nicht beweisen. Was habe ich mir gedacht? Sie sind Versager. Mei! Aber wenn wir mehr von Detective Edmys Aussage hören. Unglücklicherweise ist das alles, was Sie bekommen, Herr Breit. Was meinen Sie damit? Ich werde keine weiteren Aussagen zulassen, das meine ich damit. Hm. Was? Schon vergessen, Luke Edmy ist hier, nachdem wir seinen Prozess unterbrochen haben. Und Sie haben nicht beweisen können, dass er den Mord begangen hat. Ich denke, es ist Zeit für den Zeugen, zu seinem eigenen Prozess zurückzukehren. Und seinen Schuldspruch als Mask die Mask zu erhalten. Nein! Nun, Herr Anwalt, anscheinend hat die Liebe am Ende trotzdem gewonnen. Ich bin Meisterdetektiv und Mask die Mask. Mein Urteil wird das bestätigen. Ihr Rondi Lights Urteil bestätigen wird, dass er der wahre Mörder ist. Ich verkünde dies mit meiner großen Erfahrung als Meisterdetektiv. Ruhe, Ruhe im Gerichtssaal. Wir haben ausreichend über den Zeugen beraten. Ich kann es nicht fassen. Zu diesem Zeitpunkt ist Ron... Nicht aufgeben, Nick! Wir haben ihn schließlich noch morgen. Wir können weitere Beweise suchen und... Dann ist es schon zu spät. Wie? Warum? Lebe es in Eden. Doppelbestrafung. Eine der Grundregeln vor Gericht. Doppelbestrafung? Ja, man wird dann doppelt bestraft. Ich habe bescheuert. Wurde ein Angeklagter Prozess gemacht und wurde dafür unschuldig befunden, kann ihm für dasselbe Verbrechen nicht erneut der Prozess gemacht werden. Das ist eine Grundregel, die in allen Gerichten gilt. Und die gilt genauso für diesen Zeugen wie für jeden anderen auch. Herr Edmy wird innerhalb weniger Minuten für schuldig befunden. Schuldig als Maske in Maske, das heißt... Er gilt als unschuldig im Mordfall Ken Bullard. Das kann nicht sein! Da Sie Herrn Edmys Schuld an diesem Verbrechen nicht beweisen konnten, wird er nie wieder als Ken Bullards Mörder vor Gericht stehen. Jetzt kann mir nichts mehr zum Sieg verhelfen. Auch wenn Ron für unschuldig befunden wird, bleibt der wahre Mörder Luke Edmy auf freiem Fuß. Sie haben alle Aussagen des Zeugen heute ins Kreuzfeuer genommen. Und da es keine weiteren Aussagen gibt, fürchte ich, dass dieser Zeuge nicht weiter befragt werden kann. Gibt es dazu irgendwelche Einsprüche? Hier! Ach komm schon, der darf uns nicht davon kommen. Dann erkläre ich hiermit das Kreuzfeuer von Luke Edmy für beendet. Na geht doch! Ich denke, ich verstehe nun. Euer Ehren, als Sie noch in der Schule waren, stand jedes Jahr Folgendes in dem Zeugnis. Hört schlecht und macht deshalb viele Fehler. Woher wissen Sie? Phoenix, Kopf hoch! Hast du vergessen, was ich dir immer gepredigt habe? Okay, diesmal höre ich die Stimme nicht in meinem Kopf, also was? Ein Anwalt ist jemand, der immer lächelt, egal wie schlecht das um ihn steht. Oh Gott, diese Stimme. Unmöglich. Lange nicht gesehen, Phoenix. Okay, Mamma Mia. Ja, Mia sowieso. Mia! Das ist die wahre Macht der Koraina Begeisterbeschwörung. Begeister? Ich weiß, dass eigentlich Maya vor mir steht. Aber gerade ist sie meine Mentorin Mia Faye. Also, packen wir es an. Ja, wie in den guten alten Zeiten. Jawohl. Aber wir können nichts mehr tun, Mia.
Ohne weitere Aussagen kann ich kein Kreuzfeuer durchführen. Nicht ganz. Die Aussage ist noch nicht vorbei. Was wird sie damit sagen? Euer Ehren, gerade haben Sie etwas sehr Interessantes gesagt. Der Richter? Sie haben alle Aussagen des Zeugen heute ins Kreuzfeuer genommen. Ja, das stimmt aber. Leider haben Sie etwas vergessen, Euer Ehren. Oh, habe ich schon wieder meine Pillen vergessen, schade. Vorhin, nach dem letzten Kreuzfeuer, hat dieser Zeuge einige Bemerkungen geäußert. Nun, Herr Anwalt, anscheinend hat die Liebe am Ende trotzdem gewonnen. Ich hoffe mal, das war nicht das Wichtige. Ich bin Meisterdetektiv und Maskemas, mein Urteil wird das bestätigen. Wie Rondileits Urteil bestätigen wird, dass er der wahre Mörder ist. Ich verkünde dies mit meiner großen Erfahrung als Meisterdetektiv. Ja, aber die Bemerkungen tun doch überhaupt nichts zur Sache. Also gut, dann werden ihre Bedeutung mittels Kreuzverhör beweisen. Wenn der Zeuge diese Bemerkung gemacht hat, macht die Verteidigung von ihrem Recht Gebrauch, ihn dazu zu befragen. Ist das für Sie in Ordnung, Herr Staatsanwalt? Stimmt. Etwas nicht, Herr Godard? Nichts. Oh, Herr Anwalt. Sieht so aus, als kämen Sie einen Schritt zu spät. Weil Sie denken, solche Unwahrheiten können mir Luke Eppen etwas anhaben. Wir hören es uns an. Wie? Es stimmt, dass der Zeuge einige Bemerkungen gemacht hat. Also gut, hören wir uns den letzten Teil des Kreuzfeuers an. Herr Godot, was tut sie? Seine Arbeit, würde ich sagen. Na schön, look at me. Ich erlaube der Verteidigung, ihre Bemerkung von vorhin ins Kreuzfeuer zu nehmen. Die Verteidigung möchte hören, warum sie den Angeklagten für den wahren Mörder halten. Bitte machen Sie eine letzte Aussage. Phoenix, das ist es. Das ist wirklich unsere letzte Chance. Ja, Chefin. Obwohl ich ja jetzt eigentlich der Chef bin. Ich wollte gerade sagen, ich finde es süß, dass er sie immer noch als Chefin bezeichnet. Ja. Es stimmt, in der Tat, dass ich nicht bei Lord Titella war. Ich musste gehen und mich um einen anderen sehr wichtigen Auftrag kümmern. Das Datum musste ich im Voraus, deshalb habe ich das Wort vorbereitet. Meine brillante Schlussfolgerung sagte mir, Rondileit sei der Schuldige. Und dank der Schlüsselkarte und der Brieftasche war seine Anwesenheit deutlich genug. Der Notdruckknopf, der einmal gedrückt wurde, ließ auch Schlussfolgerungen zu. Auf dem Knopf waren keine Fingerabdrücke zu sehen. Warum? Das Opfer hätte Fingerabdrücke darauf hinterlassen. Das heißt, der Mörder trug ihn. Rondileit trug sein Kostüm als Maske de Masque, deshalb gab es keine Fingerabdrücke. Und der Erpresserbrief, das Opfer irrte sich wohl in der Farbe des Juwels. Sorry. Deshalb deuten alle Beweise auf diesen armen Jungen. Ja. Diese Aussage sieht ziemlich wasserdicht aus. Was für ein Idiot. Die Bemerkungen des Zeugen von vorhin wirken nicht voreilig. Alle seine Punkte wurden erklärt und keiner scheint widersprüchlich zu sein. Aber natürlich. Aber woher wussten Sie von dem Notrufknopf? Die Dokumente der Polizeiuntersuchung liefen über mich. Während du im Knast warst? Und ich lese immer alle Dokumente. Das ist sehr wichtig, Herr Anwalt. Ja. Wollen Sie uns etwa noch mehr Ärger machen, Herr Anwalt? Ich werde keine weitere Ihrer Faxen dulden, Herr Breit. Ja, euer Ehren. Wir können Luke Edmunds Prozess nicht länger unterbrechen. Das ist Ihre letzte Chance. Moment mal, nur eine Chance? Ha. Sieht so aus, als würde die Party anfangen. Nun, Phoenix. Ich habe mein Partyzeug nicht bei, also. Es gibt keinen Beweis, der diese Aussage widerspricht. Danach sieht es scheinbar aus. Was meinst du mit danach sieht es scheinbar aus? Hör zu, Phoenix. Auf Widersprüche hinzuweisen bedeutet nicht immer, Beweise vorlegen zu müssen, richtig? Jedenfalls ist das unsere letzte Chance. Wenn du keinen Widerspruch findest, der den Fall entscheidet, hast du verloren. Das ist alles. Ja, plus kein Druck machen.
Tasse Nummer 17, die letzte Tasse. Die Zeit ist gekommen, diese Verhandlung zu beenden. Ja. So wird wahrscheinlich auch irgendwann ein Star Wars Film heißen, die letzte Tasse. Wenn Godot dann auch mitspielt? Wer weiß. Ich halte mir den Spruch, oder weißt du eh? Wir haben es ja gestern schon gespielt. Ich muss einen entscheidenden Widerspruch in dieser Aussage finden. Und ich muss darauf hinweisen, ohne Beweise vorzulegen. Was bedeutet, ich muss die widersprüchliche Bemerkung finden und diese angreifen? Denk dran, du hast nur eine Chance. Ja, mach nur noch mehr Ballast. Ehrlich, Mia, bist du nicht eigentlich hier, um mir zu helfen, anstatt mir noch mehr Bürde aufzulegen? Ach, mit der Druck arbeitest du einfach besser. Na schon, Herr Freud, bitte gewinnen Sie mit Ihrem letzten Kreuz in Ihrem Leben. Jut, ich denke mal, alle haben es gemerkt, was der Widerspruch ist. Ja. Gucken, wo war das? Nein, nein. Hier. Harry Light trug sein Kostüm als Maske gemacht. Woher will er das wissen, wenn er nicht anwesend war? Denn es wurde ja erwähnt, als er noch nicht hier drin war. Genau. Herr Atme, Ihre letzte Bemerkung. Ich hab doch noch gar nicht gesagt! Sie haben es wohl immer noch nicht kapiert, Breit. Wir haben keine Zeit, den Zeugen bei der kleinsten Bemerkung anzugreifen. Ich fürchte, Sie sind derjenige, der nichts verstanden hat, Herr Godot. Was? Herr Atme, anscheinend haben Sie letztendlich zugegeben, dass Sie in der Nacht des Mordes im Chefbüro gewesen sind. Wie können Sie das behaupten? Wiederholen wir doch noch einmal Ihre Aussage, ja, Herr Atme. Auf dem Knopf waren keine Fingerabdrücke zu sehen. Warum? Herr Delight trug sein Kostüm als Maske die Maske, stimmt das? In der Tat, das habe ich gesagt. Meine Folgerungen sind absolut nachensicher. Ihre Folgerungen beweisen lediglich, welche ein Narr Sie sind. Es tut mir leid, was meinen Sie damit? Aus irgendeinem Grund bin ich gerade ziemlich lustig. Wann genau haben Sie erfahren, dass von die Leid als Maske was verkleidet war, der Tatort erschien? Das war vor ein paar Stunden, als mir meine sechste Tasse kalt in die Augen starrte. Huch, habe ich etwas vergessen, es zu erwähnen? Tut mir leid, ich hatte nie eine Gelegenheit, es zu erwähnen. Stimmt, der Angeklagte hatte vor heute Morgen noch keinem davon erzählt. Deshalb können das nur diejenigen wissen, die diese Verhandlung sahen. Da anwesend waren. Verstehen Sie jetzt, Detektiv Atme? Sie hätten es unmöglich wissen können. Ihnen wurde im Gerichtssaal nebenan der Prozess als Maske die Maske. Also klären Sie uns bitte auf, woher kannten Sie diese Informationen? Gekommen, dieser Detektiv muss Bescheid gewusst haben. Wahrscheinlich hat er viele Möglichkeiten, das vorher herauszufinden. Und über diese Möglichkeiten möchte ich als nächstes reden. In jener Nacht trug Herr Delight sein Kostüm als Maske Mask. Es gibt wirklich nur eine einzige Möglichkeit, wie Detektiv Atme das herausgefunden haben kann. Nur eine einzige? Einzige Möglichkeit, sagen Sie. Wenn Sie sich bitte an Herrn Delights Aussage erinnern würden. Als ich das Büro betrat, sah ich einen verdächtigen Schatten. Für eine Sekunde hatte mein Mandant den wahren Mörder wahrgenommen. Aber Herr Delight sah ihn nicht. Man kann nicht feststellen, ob Luke Atme der wahre Mörder war. Mit dieser Aussage werde ich diesen Fall auf den Kopf stellen. Was meinen Sie damit? Herr Delight sah den echten Mörder, richtig? Wenn Sie diese Aussage herumdrehen, besagt sie, dass der wahre Mörder auch Ron Delight gesehen hat. Unmöglich. Systemfehler.
Wer hätte das jetzt gedacht? Sorry. Detective Edme, Sie sahen Musk dem Musk am Ort des Mordes in jener Nacht. Sie haben ihn gesehen, als Sie Ken Bullard umgebracht und Ron die Leit angegriffen haben. Nur so können Sie gewusst haben, was Ron anhatte. Hoffe ich doch mal. Oh Gott, ein Erdbeben. Oh-oh. Welche Färbe? Sehen Sie alle genau her. Da ich keinen Gegner meiner Klasse finden konnte, muss ich selbst einen schaffen. Hier bin ich, der tragische Clown. Das Gleiche haben Sie gestern auch schon gesagt. Und doch das allerletzte Mal. Ja. Aber diesmal steckt eine größere Bedeutung dahinter, finde ich. Was für ein schrecklich komplizierter Fall. Ken Bullard erpresste Luke Edme, welcher wiederum Ron die Leit erpresste. Luke Edme brachte seinen Erpresser um und versuchte alles Ron die Leit anzuhängen. Er gestand seine Taten als Maske Mask, um seinem echten Verbrechen zu entgehen. Und um das zu erreichen, war sein Plan, das Gesetz der Doppelbestrafung für sein Alibi zu nutzen. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten wir endlich die Wahrheit gefunden. Entschuldigen Sie? Ich war sehr nah dran, einen unschuldigen jungen Mann aus dem Leben zu reißen. Ihn zuvor sogar mit der Bezeichnung Mörder zu besudeln. Ignorieren Sie mich nicht! Oh, ich hatte ganz vergessen, dass Sie da sind. Warum sollte er es nicht sein, er ist der Angeklagte? Wegen des Urteils. Ich weiß. Sie haben niemals einen Mord begangen, junger Mann. Das ist richtig. Ich bin so froh, dass Sie das eingesehen haben, aber... Ich bin wirklich Musk dem Musk. Wie? Also, dank des gestrigen Verfahrens bin ich jetzt unschuldig, richtig? Was haben Sie dann noch erwähnt? Doppelbestrafen? Muss ich jetzt sagen? Ich war nachlässig. Nachlässig? Was meinst du, Mia? Also, wie der Angeklagte sagt, ist das Gesetz der Doppelbestrafung bindend. Okay. Ich glaube, Ron ist doch wirklich ein Genie. Ein schusseliger Genie, aber ein Genie. Wurde man freigesprochen, kann man für dieselbe Tat nicht mehr verurteilt werden. Dann ist Musk die Musk also wirklich unschuldig? Im Augenblick sieht das so jedenfalls danach aus. Ja, erinnert mich jetzt ein bisschen an die üblichen Verdächtigen. Im Augenblick... Ja, wahrscheinlich geht Ron gleich mit stolzem Gang raus, setzt sich in ein Cabrio mit seiner Desi und fährt davon. Also gut, dieses Gericht befindet den Angeklagten für nicht schuldig. Yay, Konfetti! Junge, welch ein Glück, warten Sie, ich... Das ist aber nicht so gut, wissen Sie, ich bin trotzdem Maske Maske. Den würde man gerne wiedersehen, ha? Wobei ich immer noch finde, dass er ein bisschen was Mädchenhaftes an sich hatte. Du hast es geschafft, Dick. Na, wahrscheinlich ist Desi die Mann im Haus. Danke, Mia. Es ist wirklich schon sehr lange her, war. Ja, weil Maya mich im Augenblick nicht mehr so oft ruft. Oh? Und ein kleiner Scherz, Fini. Nimm nicht alles so ernst. Aber Maya wiederum, sie wirkt im Moment etwas verloren. Du meinst, weil sie Meisterin der Koreaner Beschwörungsschule wird? Meisterin zu werden bedeutet Abschied zu nehmen von unserer Mutter. Du meinst Misty Faye? Pass bitte auf sie auf. Machst du das, Phoenix? Ach, immer doch. Natürlich. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ach, Mia. Ah, Herr Freit. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Glückwunsch, Hedy Light. Vielen Dank. Nein, warten Sie. Nichts ist mir wirklich wichtig, da das alles passiert ist. Kommen Sie, ein wenig Fälligkeit kann nicht schaden. Na ja.
Die Anklage wegen Mordes wurde fallen gelassen und sie sind als Maske entwischt. Aber dafür habe ich alles verloren. Oh. Wie bitte? Was meinst du denn damit? Sicherheitsinformation von KB Security zu stehlen, Maske Mask zu werden. Das alles habe ich aus einem Grund getan, nur für sie. Sie meinen ihre Frau Desiree? Sie hasst Kriminelle mehr als alles andere. Nun, sie ist doch einmal von Räubern als Geisel genommen worden, oder? Sie hat immer gesagt, wie sehr sie hinterhältige Kriminelle hasst. Ich wusste das aber. Jetzt, wo KB Security mich gefeuert hat und ich mein ganzes Geld verloren habe, hat sie keinen Grund mehr bei mir zu bleiben. Ich dachte, dass sie mich ganz sicher verlassen würde. Das ist der Grund, warum sie also Mask in Mask wurden? Ja, aber jetzt ist alles aus. Eine zerbrochene Schale lässt sich nicht mehr richten. Das ist nicht wahr, stimmt, ne? Ja, wenn ich bedenke, wie oft Maya zu Hause was zu verdeppert ist, wieder zusammenkleben muss. Ja, richtig. Wirklich kann alles wieder so werden, wie es war? Das kann es und Nick kann das beweisen. Ach, kann ich das? Ich wünschte, du würdest mich vorher fragen, ja. Helilein, auch wenn eine Schale zerbrochen ist, kann sie ganz sicher gerichtet werden. Ja, welcher Beweis könnte das nur sein? Ja, die mystische Ami, I am. Heilige Urne. Die heilige Urne, Desi war die, die sie gefunden hat. Ja, Desiree, ihre Frau, sie hat immer an sie geglaubt, Ron. Deshalb wird wieder alles gut, sie müssen sich keine Sorgen machen. Ah, hier bist du. Frau Delight. Du hast es geschafft, Ronny. Du bist unschuldig. Ich bin so glücklich. Danke, ich weiß das zu schätzen, aber ich denke, du wirst nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, oder? Ronny, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich hatte keine Ahnung, dass du KB Security verlassen hast. Und ich hätte mir auch niemals träumen lassen, dass du Master Mask bist. Ja, auch wenn eure ganze Wohnung voll von Masti Mask Kram ist. Ja, war halt ein Fanboy, ne? Ja. Frau Delight, was werden Sie jetzt machen, da Sie alles wissen? Sie werden ihn doch nicht wirklich verlassen, oder? Ach komm, das ist doch offensichtlich, oder nicht? Wie könnte ich einen so wunderbaren Mann wie ihn entkommen lassen? Außerdem ist meine Maschine richtig schnell. So schnell, dass er mir niemals entkommen könnte. Aber haben Sie nicht gesagt, Sie würden Kriminelle hassen? Oh, ich hasse nur Leute, die feig und hinterhältig sind. Wie dieser Detektiv. Verstehe, also sollte ich besser abhauen. Mein Ronny hat seine Verbrechen vorher angekündigt, wie ein echter Mann. Ich liebe Männer, die so ritterlich sind. Okay, Info an alle Männer, die noch Single sind, werden Diebe. Ritterlich? Ich wusste, dass ich mich in dir nicht geirrt hatte. Jeder Tag mit dir ist spannend und aufregend. Desi. Desiree, sie liebt Ron wirklich, oder? Niki? Ja? Ich bin wirklich froh, dich um Ronnys Verteidigung gebeten zu haben. Vielen Dank, ich werde nie vergessen, was du für uns getan hast. Oh, nun, passen Sie gut auf sich auf. Du auch, Niki! Tada! Ich glaube, ich werde ganz rot. Nein! Nein! Ganz schlechtes Timing. Wir können nur sagen, du bist ein Mann. Nein, 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 du hast es ganz falsch. Das werde ich niemals in deinem Leben. Oh Mann. Ich glaube, ich habe zwischendurch auch versehen deinen Tick geblieben. Ja, so wie der Fall zu einem Ende kam, war das auch mein Bewusstsein. K.O. geschlagen von einem Kind.
Mann sagte, eine zerbrochene Schale lässt sich nie wieder richten. Gut. Aber das stimmt nicht. Ich habe mich gerade wiederholt. Ich meine, mach die Augen auf. Hier ist das perfekte Beispiel für eine gerichtete Schale, die besser ist als vorher. Oh ja. Das ist die beiden. Der gestohlene Wandel ist zu Ende. Yippie. Zweites Mal. Diesmal bleibt dazu. Yep. So, und das nächste Mal kommt dann Wandel nach Rezept. Du mir kochen. Das wird ja ein richtiger Schmaus werden. Okay, da bin ich gespannt. Ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.